Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erwartet dich hier das Interview mit der lieben Silvia, die bei mir im Jägercode war und deren Leben sich seitdem sehr zum Positiven verändert hat. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du, mit welchen Herausforderungen Silvia in die Jägercode-Sitzung gestartet ist, wie sie sich optimal darauf vorbereitet hat, was sie in der Sitzung erlebt hat und wie ihr Leben jetzt nach der Sitzung aussieht. Hör unbedingt rein. Und wenn du diese Transformationen auch für dich willst, dann buche dir noch heute deinen Termin zum unverbindlichen Jägercode-Vorgespräch. Bald wird es auch die Möglichkeit geben, dass du dir deine Session direkt buchen kannst. Also je nachdem, wann du diese Folge hörst, schau mal unter dem Link in den Shownotes vorbei und schau, welche Optionen du aktuell hast. Ich freue mich auf dich. Und nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Thea-Podcast, dem Podcast für Hashimoto, ganzheitliche Medizin und Hypnose. Mein Name ist Dorothea Leinung, ich bin Hashimoto-Spezialistin, ganzheitliche Ärztin, Hypnose-Therapeutin und deine Gastgeberin. Im Thea-Podcast erfährst du, wie du mit Schilddrüsenerkrankungen wie dem Hashimoto besser leben und ihn sogar hinter dir lassen kannst und wie dir Hypnose dabei hilft, auch tiefsitzende Limitationen für immer loszulassen. Hör rein. Willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe heute die wunderbare Silvia Rupp im Interview zu Gast und sie wird dir wie angekündigt von ihren Jägercode-Erfahrungen berichten. Bevor wir gleich ins Interview starten, möchte ich dir aber noch ein wenig zum Jägercode selbst sowie Silvias Geschichte erzählen und mit welchen Herausforderungen sie zu mir kam. Denn es gibt mit Sicherheit ZuhörerInnen, denen der Jägercode vielleicht noch nicht so ein Begriff ist. Deshalb einmal kurz zum Jägercode. Den Jägercode kannst du bequem von zu Hause aus erleben und zwar handelt es sich dabei um eine spezielle Mentaltechnik, mit der du auch tiefsitzende Blockaden, limitierende Glaubenssätze, aber auch Symptome und Erkrankungen wie Schmerzen, Reizdarmsyndrom, Tinnitus, Schlafstörungen und Ängste auflösen kannst. Wir arbeiten dabei mit deiner Intuition und lösen auf schonende Art und Weise die zugrunde liegenden Probleme auf. Das Tolle daran ist, dass der Jägercode ziel- und lösungsorientiert arbeitet und du nicht noch einmal durch alte Traumata und Verletzungen hindurch musst. Ich sage mal gerne, der Jägercode ist wie eine Raumpflegerin, die dir deine Wohnung aufräumt und putzt, während du ganz entspannt shoppen gehst und so diskret ist, dass sie dir hinterher nicht verraten muss, wie viele dreckige Unterhosen sie gefunden hat. Du kommst einfach nach Hause in eine saubere, aufgeräumte Wohnung und kannst dich dann ganz entspannt aufs Sofa plumpsen lassen und die Ordnung genießen. Besser geht's nicht. Und genauso hat das auch Silvia in und nach ihrer Jägercode-Sitzung erlebt. Darüber wird sie dir gleich mehr erzählen. Silvias Herausforderung war recht komplex und sie war damit bereits seit einigen Jahren schon in Behandlung gewesen, hatte aber keinen wirklich tiefgreifenden Erfolg dadurch bemerkt. Sie litt seit Jahren schon unter Ängsten und Zwängen, musste zum Beispiel immer wieder kontrollieren, ob der Herd auch wirklich aus war, konnte ihre Kinder nicht allein irgendwo hingehen lassen, auch nicht als Jugendliche. Und sie litt unter einer permanenten, starken Anspannung, war dadurch natürlich auch massiv gestresst und hatte nur noch wenig Lebensqualität. Diese Unentspanntheit färbte natürlich im Laufe der Zeit auch auf ihre Ehe und ihre Familie ab, wodurch die Beziehung zerbrach und sich das Verhältnis zu den Kindern auch immer weiter verschlechterte. Ihr Ziel für die Sitzung war es daher, endlich wieder entspannter zu sein, sich frei zu machen von jeglichen Zwängen, den permanenten Ängsten und dem damit verbundenen unerträglichen Stress und dadurch wieder entspannter mit anderen Menschen umgehen zu können und wieder eine liebevolle, innige Beziehung zu ihren Kindern herzustellen. All das konnte sie mit nur einer Jägercode-Sitzung erreichen. Aber hör gern selbst, was Silvia zu berichten hat. Viel Freude mit dieser Episode und wenn dir mein Podcast gefällt, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify da. Damit unterstützt du meine Arbeit und hilfst mit, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke dir.
Ja, dann herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, liebe Silvia, dass du heute mein Interviewgast bist hier und von deinen Erfahrungen im Jägercode berichtest. Und vielleicht startest du einfach mal damit, dass du dich kurz vorstellst und dass du vielleicht erzählst, mit welcher Herausforderung du in den Jägercode gekommen bist. Liebe Doro, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir dieses Interview machen darf. Es ist mir eine Ehre. Ich bin die Silvia Rupp. Ich bin 52 Jahre alt, bin studierte staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin. Wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Da ich auch Hashimoto-Thyreoiditis habe und mich ziemlich für Schilddrüsen-Sachen interessiere, habe ich dich gesucht und gefunden auf Instagram und bin dir gefolgt und habe immer deine Beiträge ganz gespannt gelesen. Und in dem Zusammenhang ist mir auch ein Post mit der Jägercode-Therapie aufgefallen. Und das fand ich mal ziemlich spannend, weil ich durch meine Lebensgeschichte ziemlich emotional belastet bin. Oder war, jetzt nicht mehr. Und ja, wie gesagt, dann habe ich mir auch den Beitrag zum Jägercode auf dem TA-Podcast über Spotify angehört. Und es fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, ich muss mal gucken, wie ich zu einem Termin bei dir komme. Wir haben uns für ein Vorabgespräch verabredet und ja, ich fand das Gespräch so toll, die 15, 20 Minuten. Und ich fand dich so sympathisch, dass ich gedacht habe, ich möchte mich dir gerne anvertrauen. Sehr schön. Und was war deine Herausforderung, mit der du auf mich zugekommen bist? Vielleicht kannst du da die Zuhörer und Zuschauer einmal abholen. Jo, also mir ging es in den letzten Jahren psychisch ziemlich schlecht. Ich habe sehr lange schon unter Angststörungen und Störungen auch gelitten und habe damit auch meine ganze Familie zeitweise terrorisiert und auch beeinträchtigt. Und da ich mittlerweile alleine lebe, dachte ich, möchte diese Dinge mal beenden. Ich möchte für mich ein neues Leben beginnen mit Spaß und Freude. Und deshalb dachte ich, ich gehe jetzt mal zu der Doro und guck mal, ob das klappt. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren? Was waren das für Ängste, die du da hattest? Was war das konkret? Wie hat sich das konkret im Alltag geäußert? Naja, also ich hatte immer Angst, dass ich die Türe nicht richtig abgeschlossen hatte oder ich bin noch 5-mal zurückgegangen und habe immer noch mal geguckt. Ich hatte Angst, dass ich elektrische Geräte nicht ausgeschaltet habe, zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder schon vor ganz vielen Jahren den Babywasserkocher. Wie gesagt, ich hatte auch Angst, es immer allen Leuten nicht recht zu machen. Ich war sehr verkrampft oder so im Auftreten und so auch meistens überfordert irgendwie. Und ich dachte, das möchte ich einfach mal ändern. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es sehr belastend für dich, aber auch für die Familie gewesen sein muss, weil das beeinträchtigt einen ja ganz schön im Alltag und auch überhaupt in der Lebensqualität, oder? Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an eine Situation, als ich meinen Sohn nicht ins Fitnessstudio gehen lassen wollte, weil ich Angst hatte, dem passiert auf den 500 Metern mit dem Fahrrad was. Und der war dann schon 16. Also wenn ich das heute denke, das darf einfach alles gar nicht wahr sein, aber man verrennt sich da in so Situationen, wo man eigentlich, ja, das kann man gar nicht mehr einschätzen selber. Wir haben dann ja das Vorgespräch geführt und du hast dann von mir so vorbereitendes Material bekommen. Wie hast du dich dann auf den Jägercode vorbereitet? Jo, als erstes habe ich mal den Anamnesebogen gemacht. Der war ja ziemlich ausführlich. Da habe ich dann alles schön aufgeschrieben. Und dann habe ich mir die tollen Meditationen von dir angehorcht und ich habe auch das mit der EFT-Therapie mal probiert, mit dem Abklopfen hier. Das finde ich auch richtig schön. Und ja, also ich muss sagen, auch das Material, das E-Book zum Jägercode ist richtig gut. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Mhm. Also wirklich eine tolle Vorbereitung. Mhm. Und wie war das dann für dich am Tag der Jägercode-Sitzung? Warst du nervös? Hattest du Angst? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie schon. Weil man weiß, es kommt aber auf was auf einen zu. Das kann man gar nicht so richtig abschätzen. Aber du warst mir so sympathisch und ich hatte so viel Vertrauen, dass ich dachte, das mache ich jetzt einfach. Was waren denn so deine Hauptbedenken oder Hauptängste? Was waren denn so die Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind, als du
ja, an die Jägerkurssitzung gedacht hast oder auch dich vorher mit der Hypnose beschäftigt hast. Der Jägerkurs ist ja keine klassische Hypnose in dem Sinne, aber gehört natürlich auch im weitesten Sinne diesen hypnotischen Formkreis. Aber was waren so die Gedanken, die dir im Kopf rumgekreist sind? Ja, schwierig. Ich dachte vielleicht, ich weiß gar nicht, was dann bei mir im Kopf vielleicht abgeht oder so. Hattest du deswegen auch Ängste? Hast du gedacht, irgendwie, oh, die wurschtelt mir da irgendwie jetzt im Hirn rum oder ich bin jetzt willenlos oder ich habe irgendwie gar keine Kontrolle mehr? Was waren so deine Gedanken? Nee, da hatte ich keine Ängste, weil unser Vorgespräch war so sympathisch und dachte ich, da kann gar nichts passieren. Sehr schön. Ja, das freut mich natürlich sehr. Wie hast du denn die Jägerkurssitzung als solche erlebt? Also wie war das für dich? Also ich fand es sehr schön, wie du mich immer weiter so ins Unterbewusstsein, in die tiefen Trance geführt hast, diese Treppe runter. Und man sitzt ja da in seinem Stuhl dann und man merkt doch, man entspannt sich immer mehr und man lässt sich immer mehr auf das ein, was dort das Zentrum oder wie das Zentrum mit einem kommuniziert. Und was hast du dann erlebt während der Sitzung? Weil es ist ja bei jedem immer so ein bisschen anders. Hast du Bilder gesehen? Hast du Emotionen gespürt? Was hast du erlebt? Nur, dass du das so ein bisschen vielleicht beschreibst für all diejenigen, die noch nie einen Jägerkurs gemacht haben. Was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert da in der Sitzung? Naja, also man wird schon ziemlich heftig mit sich selber konfrontiert. Ich muss sagen, ich habe auch ziemlich geweint. Und ja, aber im Lauf der Sitzung habe ich gemerkt, dass sich das alles irgendwie löst und also heller und klarer wird und ich habe dann auch plötzlich richtig lachen müssen. Also es war richtig cool. Also es war toll. Und am Schluss war es ganz witzig. Da habe ich dann gesehen, wie in meinem Kopf lauter so kleine Putzroboter, so Robis rumfahren bis in den letzten Winkel und da alles ausputzen, aussaugen, ausblasen und dass da wieder richtig sauber ist. Also es ist wirklich was dran, wenn du sagst, Jägerkot ist, du gehst zum Shoppen und zwischendrin macht bei dir eine Putzfrau sauber. Also es ist echt super, es ist wirklich so. Ja, und wenn du sagst, die Emotionen sind hochgekommen, war das ein belastendes Ereignis für dich? Also hat dich das stark mitgenommen? Hast du das Gefühl gehabt, dass du das nicht aushältst, dass es doch eine starke, starke Belastung ist? Oder hast du das Gefühl gehabt, naja, es kommen zwar die Erinnerungen hoch, aber ich kann damit sehr, sehr gut umgehen, weil mich das eigentlich gar nicht belastet. Wie war das für dich? Naja, ich würde sagen, am Anfang hat mich das schon belastet, doch. Deswegen habe ich ja auch geweint. Aber wie gesagt, im Lauf dieser Sitzung, wo man das immer wieder durchgegangen ist und das Zentrum immer wieder angesprochen hatte, wurde das irgendwie immer leichter. Also ich denke, das Gehirn wurde richtig durchgeputzt und aufgeräumt und hat dann auch den ganzen alten Ballast irgendwie abgeworfen. So wie wenn man irgendwie im Heißluftballon sitzt und immer mehr Ballast abwirft. Ja, du hast gesagt, du hast Dinge aus der Kindheit, aus der Jugendzeit und im Studium erlebt oder wieder durchlebt. Waren das konkrete Situationen oder waren das unbestimmte Gefühle oder was war das genau? Sowohl als auch. Also ich habe auch Situationen wieder von meinem geistigen Auge gesehen. Ich habe eine recht schwierige Kindheit gehabt, weil meine Mama, die hat leider auch hormonelle Probleme gehabt und auch Probleme in ihrer Ehe und hat dann zeitweise leider Alkohol getrunken. Und es ist für ein Kind ziemlich schwierig, damit umzugehen. Ich bin damit umgegangen, dass ich immer nur gelernt habe, weil ich irgendwie aus der Situation raus wollte. Aber ich sehe mich noch heute auf dem Fahrrad sitzen und von Oberzell nach Ravensburg fahren und beten, bitte lieber Gott, lass meine Mama nicht betrunken sein. Und das habe ich auch wieder vor meinem geistigen Auge gesehen. Und ja, also meine Mama ist mittlerweile gestorben. Ich habe eine ganz, ganz liebe Mama gehabt, die sich auch immer ganz lieb um mich gekümmert hat, aber die hat auch ihre Probleme leider gehabt. Und ja, ich kann sie, denke ich, jetzt in Frieden gehen lassen. Wenn du das nochmal Revue passieren lässt, das, was du nie akut erlebt hast, dieser Reinigungsprozess und auch dieser ganze Prozess, wo es dann immer leichter wurde, hat sich das sehr lange für dich hingezogen oder hast du das Gefühl gehabt, dass es sehr, sehr schnell ging? Ich würde sagen, das hat sich relativ schnell aufgelöst im Laufe der Sitzung. Also aber mehr unbewusst. Ja.
Und hattest du vor der Sitzung das Gefühl gehabt, irgendwie, ob das so bei mir klappt? Hattest du irgendwelche Bedenken gehabt? Hast du irgendwelche Ängste gehabt? Oder warst du absolut überzeugt, dass das funktionieren würde? Naja gut, man weiß ja nicht im Vorhinein, worauf man sich einlässt. Aber ich hatte zu dir sehr großes Vertrauen und ich habe gedacht, die Doro macht es schon. Okay, ja, das ist sehr schön. Ja, aber viele kommen ja tatsächlich in die Sitzung rein und denken dann so, oh, naja, ob das wirklich klappt, weil wenn man das noch nicht gemacht hat, dann weiß man natürlich, so wie du ja sagst, weiß man ja nicht, wie das so funktioniert und wie das so abläuft. Und viele haben tatsächlich dann so Bedenken und sind sich nicht sicher, ob das bei ihnen alles so gut funktioniert. Aber du bist da voller Vertrauen reingegangen und bei dir hat das auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall. Was würdest du denn, wenn du jetzt jemanden treffen würdest, der zu dir sagen würde, oh Silvia, du hast diese Sitzung schon gemacht, du weißt, wie es funktioniert. Hast du einen Tipp für mich, wie ich da am besten reinfinde, damit das auch bei mir so gut klappt? Naja, ich würde sagen, ich würde ihm empfehlen, sich erstmal den Doro-Podcast anzuhören. Ich würde auch sagen, es ist gut, wenn er mal deinem Instagram-Kanal folgt. Und dann ist auf dem Thea-Podcast ein ganz tolles Interview auch zum Jägercoach schon drin über das Thema Schmerzen. Das habe ich mir auch angehört. Also das fand ich auch sehr spannend, kann ich auch jedem nur empfehlen. Mhm. Und ja, von meiner eigenen Erfahrung würde ich natürlich auch sagen, auf jeden Fall zu Doro gehen. Und hast du konkrete Tipps? Hast du irgendwelche speziellen Techniken im Vorhinein angewendet, um es dir möglichst leicht zu machen, in die Sitzung reinzufinden? Oder hast du nur das gemacht, was du an Vorbereitung von uns bekommen hast? Naja, also ich habe mir schöne Musik angehört, ich habe mir Podcasts angehört, ich habe mir eine Kerze angemacht und meinen Duftvernebler hier mit alles Liebe laufen lassen. Also, na schön, ja, das sind ja gute Tipps, um sich so ein bisschen zu entspannen. Wie war das denn, wenn du jetzt nochmal an die Herausforderung denkst, mit der du in die Sitzung reingestartet bist, die Ängste, du hattest auch die innere Unruhe und dieses innere Angespanntsein. Wie hat sich das konkret während der Sitzung verändert? Naja, ich würde sagen, dass ich im Laufe der Sitzung ruhiger geworden bin oder dass sich mein seelischer Zustand entspannt hat oder dass sich da viele Blockaden auch gelöst haben. Und wie hast du das gemerkt, dass sich die Blockaden gelöst haben? Wie hat sich das konkret geäußert? Kannst du das ein bisschen beschreiben, dass man sich das noch besser vorstellen kann? Also ich würde einfach sagen, es kann man daran festmachen, dass ich ja am Anfang geweint habe und geschluchzt habe. Und im Lauf der Sitzung hat es aufgehört und ich habe dann am Schluss gelacht und war total fröhlich und entspannt. Und das hast du auch innerlich so gespürt, ja? Dass am Anfang, ja, auf jeden Fall, ja. Und wie war das dann nach der Sitzung? Wie hat sich das dann für dich in deinem Alltag manifestiert, diese Veränderung? Also ich war recht entspannt, aber auch ein bisschen müde. Mhm. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt erstmal kurz vor meine Haustür. Und da es richtig schönes Wetter war, habe ich erstmal in den Himmel geschaut. Der war richtig blau und dachte ich, ja super, mein Kopf ist jetzt leer. Das ist wie eine Bluescreen, wie der blaue Himmel. Und dann haben noch die Vögel gezwitschert und es war Frieden. Und ich fand es richtig schön. Mhm. Und da muss ich jetzt einen Spruch dazu anbringen. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit ist aber der Mut. Und ich würde jedem nur raten, den Mut zu haben, sowas mal auszuprobieren. So eine Jägercode-Therapie ist echt ein Geschenk. Mhm. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch bei vielen so ein bisschen das Problem, dieser fehlende Mut, sich darauf einzulassen, mal was Neues auszuprobieren, weil die Methode, obwohl sie ja schon einige Jahrzehnte alt ist, immer noch nicht so verbreitet ist und noch nicht so bekannt ist. Und deswegen bin ich dir ja auch so dankbar, dass du von deinen Erfahrungen berichtest und anderen vielleicht auch Mut machst und sie inspirierst, das auch mal auszuprobieren. Und wenn du jetzt mal schaust, dein Leben jetzt und dein Leben vor dem Jägercode, was würdest du sagen, hat sich konkret verändert? Wie ist deine Lebensqualität jetzt? Wie sind die Ängste jetzt? Wie ist dein Innenleben jetzt im Vergleich zu vorher?
Also es ist alles viel leichter. Ich muss jetzt nicht mehr gucken, ob ich die Tür abgeschlossen habe. Ich schließe ab und dann ist gut. Ich muss auch nicht fünfmal gucken, ob der Herd ausgeschaltet ist oder die Kaffeemaschine. Ich gucke jetzt einmal und dann ist gut. Und ich gehe raus, mache meine Sachen. Jemand fest, dann merke ich, ich kann auch locker in ein Gespräch gehen. Ich muss nicht krampfhaft irgendwas erzwingen oder was anleiern oder so. Ich kann auch mal einfach locker nett plaudern. Doch, hat sich schon ziemlich radikal verändert, ja. Finde ich schon, ja. In welchen Situationen merkst du das besonders? Ich habe das gemerkt am nächsten Tag im Telefongespräch mit meiner Tochter, die mich angerufen hat. Und ich habe eigentlich das erste Mal mit ihr ziemlich offen gesprochen. Und ich habe das Gefühl, wir haben eine gute Zukunft vor uns. Also hat sich das Verhältnis zu deiner Tochter deutlich verbessert dadurch, dass du auch mal klar ausgesprochen hast, was dich bewegt? Auf jeden Fall, ja. Gibt es andere Situationen, wo du auch sagen würdest, das hättest du vor dem HIACode ganz anders gemacht und jetzt verhältst du dich wie ein neuer Mensch? Ja, dass ich bin ja aktuell in der Nährstoffbranche tätig, dass ich nicht gleich zwanghaft in Medias Res gehen muss und sagen, hey, kauf bitte mein Produkt, das ist das Beste auf der Welt, sondern ich frage jetzt einfach erstmal, hey, wie geht's dir eigentlich? Das hat sich irgendwie total verändert. Also du hast eine viel größere Gelassenheit bekommen mit anderen Worten. Ja, genau. Schön. Und die Ängste sind auch verschwunden? Die Ängste sind auch verschwunden, ja. Wow. Und das nach nur einer Sitzung wohlgemerkt. Also das betone ich ja auch immer sehr, sehr gerne. Der HIACode ist ja eine Methode, die ist super effizient, super effektiv. Während man bei einer Gesprächstherapie ja 200-300 Stunden braucht, um überhaupt irgendwie einen Effekt zu merken, hat man tatsächlich ja im HIACode ein, vielleicht zwei Sitzungen und schon wirklich eine deutliche Veränderung, die man spüren kann. Du bist dafür ja auch wirklich das beste Beispiel, ne? Also bei dir hat das ja super gut hingehauen. Und du bist auch jetzt ein ganz anderer Mensch. Also vor der Sitzung, das hat man dir schon angemerkt, so diese innere Anspannung und auch diese Traurigkeit zum Teil und so ein bisschen und die Ängste, von denen du gesprochen hast. Und nach der Sitzung bist du jetzt echt ein ganz anderer Mensch. So fröhlich, ja. so gelöst und auch die Mails, die du mir danach geschrieben hast, welche Erfolge du danach hattest, dass du ganz anders auf Menschen zugehen kannst, dass du viel, viel gelöster und lockerer bist und dadurch auch viel mehr Erfolge hast, weil das ist ja auch so wichtig von den beruflichen Erfolgen, die du mir geschrieben hast. Also das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, das, was du ja gerade auch gesagt hast, dieser Druck ist weg, so dieser Druck unbedingt ein Ergebnis erzielen zu müssen, ist weg, sondern du gehst ganz offen, freundlich, entspannt auf die Menschen zu. Und sie kommen dann zu dir, weil du einfach jetzt diese innere Entspannung hast. Und das ist so toll zu sehen und auch war für mich so toll zu lesen in den E-Mails, die du mir geschrieben hast, dass das jetzt quasi wie von selbst läuft, weil du innerlich so viel für dich auflösen konntest und dadurch jetzt einen riesen beruflichen Erfolg hast. Das ist auch ganz toll, war das zu lesen. Ja, ich wollte noch kurz was sagen. Mir ist bewusst geworden, dass wir Menschen, also ich denke, das Problem hat jeder, in der Kindheit und im Leben gewisse Konditionierungen. Und wenn wir das mal erkennen, zum Beispiel durch so eine Hypnosesitzung oder so, dann können wir damit ganz anders umgehen. Oder sagen, da kann man sich selbst am eigenen Schopf packen und sagen, da ist wieder die Konditionierung. Okay, das muss jetzt aber diesmal anders laufen. Ja, und es ist so schön, das zu sehen bei dir, diese Transformation innerhalb so kurzer Zeit. Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns an deinen Erfahrungen hast teilnehmen lassen, weil das ist ein riesen Vertrauensbeweis und ich bin dir wirklich extrem dankbar dafür. Und ich denke, du hast ganz, ganz viele Menschen jetzt durch dieses Interview inspiriert. Wo kann man dich denn finden, wenn man zu dir Kontakt aufnehmen möchte? Also man kann mich auch auf Instagram finden unter sylvie_lebensmittelchemikerin. Oder man kann mich auch finden unter Hashtag Omega-3-Fee. Die verrückte Idee ist mir im Laufe der letzten Monate gekommen. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, klasse. Ja, also alle, die Interesse haben an Omega-3, es ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges, richtig gutes Zeug, wendet euch sehr, sehr gerne an die Silvi, die kann euch da top beraten. Sie ist Lebensmittelchemikerin von Beruf, das heißt also, ihr werdet kaum jemanden finden, der da fundierteres Wissen hat und sie kann euch da top beraten, wenn es um die Omega-3-Fettsäuren geht.
Liebe Silvi, ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für dieses schöne Interview und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Ich bedanke mich auch herzlich und ja, ich wünsche dir noch ein schönes Faschingswochenende. Dankeschön, ich dir auch. Mach's gut. Danke. Vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst. Ich hoffe, du konntest viel aus diesem Interview für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify da. Und falls du nach Silvias Bericht Lust bekommen hast, den Gigacode auch auszuprobieren, dann nutze den Link, den du in den Shownotes findest und sichere dir dein unverbindliches Erstgespräch. Ich freue mich darauf, dich bald zu sehen. Hab noch einen fantastischen Tag, wo auch immer du gerade bist, und vergiss nicht, du bist göttlich. Deine Doro.